Wenn du wissen willst, wie man ganz kostenlos und schnell einen YouTube-Banner erstellt, dann bist du in diesem Video genau richtig. Leute, ich war lange Zeit weg. Was heißt lange? Es waren halt die letzten zwei Wochen, kamen keine Videos. Das lag daran, da ich im Urlaub war und leider keine Zeit hatte, die Videos vorzuproduzieren, weil davor ich halt die anderen drei Videos auch schon vorproduziert habe. Ja, egal. Ich zeig dir heute, wie du einen geilen YouTube-Banner machst. So sieht der Ganze dann aus. Ja, ihr seht das. Und ja, so, was machen wir heute in schneller Form? Ich zeige euch ganz schnell, wie ihr den macht. Simple und clean ist er natürlich auch wieder. Wir haben die 200 Abonnenten geschafft und sind schon auf dem Weg zu den 250 und zu den 300. Und da habe ich mir überlegt, ich will vielleicht ein 200-Abo-Special noch nachholen. Ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Vielleicht irgendein Community-Format. Ich weiß zwar nicht, was man machen könnte, aber ihr habt vielleicht Vorschläge. Schreibt sie mal in die Kommentare. Ich bin sehr gerne dabei für Anregungen. Übrigens, falls ihr irgendwelche Fragen zu Videos habt und ihr wollt spezifisch Videos wie zum Beispiel den Fusion Tab erklärt bekommen, das habe ich auch schon geplant, oder Lauftexte von DaVinci Resolve, das mache ich auch noch, dann schreibt das auch in die Kommentare oder geht auf meinen Discord-Server, unten ist der Link in der Beschreibung, dort findet ihr natürlich alles. So, jetzt habe ich eigentlich schon wieder viel zu lange geschnackelt für meine Videos, deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem, ja, Designen eigentlich in GIMP. Falls du dich jetzt fragst, was GIMP ist eine kostenlose Software, die ähnlich wie Photoshop agiert und ziemlich geil ist, weil man viele Sachen mitmachen kann, nicht alles, aber viel. Und ich glaube, für Anfänger ist es schon ziemlich gut. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal direkt an und springen in GIMP beziehungsweise zu meinem Discord-Server, denn dort habe ich eine Vorlage für euch wieder bereitgestellt, wie man die YouTube-Kanal-Banner macht. Ich habe mal wieder die Vorlage für die YouTube-Banner, wie man das designen sollte, auf meinem Discord-Server verlinkt und da kannst du es downloaden. Also geh auf meinen Discord-Server, wie der Link ist unten in der Videobeschreibung. Dann klickst du einfach auf Regeln, bestätigst dort die Regeln, haben 74 Leute schon gemacht. Ist ziemlich geil. Wir wachsen stetig, das freut mich ziemlich. Dann gehst du auf den Reiter Free Designs und dort findest du alles. Also die YouTube Auto Templates, Abonnieren Button, Animation, No Alerts, Animation, Simple Alert und jetzt auch den YouTube Banner zum Erstellen. Dort klickst du drauf, dann findest du Originalanzeigen und dort kannst du das Bild einfach über den Browser speichern. Easy. So, dann hast du das Bild und jetzt können wir rüber in GIMP gehen. So, jetzt bist du in GIMP drin, das ist GIMP und jetzt tun wir hier ein paar Sachen reinladen. Was ich hier zuerst reinlade, ist jetzt erstmal die Vorlage, die ziehe ich mir einfach per Drag and Drop aus dem Explorer hier rein und schon ist sie da drin. Dann ist das Ganze auch einfach 2560x1440 Pixel breit automatisch. Dann machen wir noch eine neue Datei, indem wir oben auf Datei klicken, neu und dann die Größe 1920x1080. Das ist Full HD, so sind auch alle YouTube-Videos. Diesen weißen Hintergrund brauchen wir nicht. Wir klicken jetzt also auf den Hintergrund, Rechtsklick drauf und Ebene löschen. So, jetzt haben wir das hier. Da rein laden wir jetzt unsere Farbpalette. Falls du dich jetzt wunderst, was ist das für eine Farbpalette? Da sind die dunkle Farbe, weiß, blau und lila, also die zwei ersten Sekundärfarben drin. Das haben wir gemacht in einem anderen Video, das findest du hier oben jetzt verlinkt. Dort haben wir auch ein Logo gemacht und die ersten Schritte mit der Farbpalette und so weiter. Das Video findest du auch in der Playlist, das perfekte Overlay. Das sind auch so Sachen wie Offline-Banner machen und so weiter drin. Das ziehen wir uns jetzt einfach hier rein und dann haben wir hier unsere ganzen Farben. Auswählen tun wir uns das Schwarz bleibt, das drehen wir um, so das Schwarz hier unten ist als Hintergrundfarbe. Das Weiß wählen wir aus und dann wählen wir uns hier unsere dunkle Farbe aus. Perfekt. So, die zwei Farben brauchen wir jetzt gleich und jetzt legen wir los mit unserem YouTube-Banner. So, jetzt gehen wir rüber zu unserem YouTube-Banner. Das ist das hier, das ist die Vorlage, die kann man auch wegklicken. Dann haben wir jetzt noch gar keinen Hintergrund. Was wir jetzt machen ist, wir klicken unten auf neue Ebene. Das ist immer dazu da, um neue Sachen hinzuzufügen für eine Auswahl und so weiter. Das Ganze nennen wir jetzt BG für Background. Du kannst es nennen, wie du willst. Der Modus sollte normal sein, die Deckkraft 100 und die Füllung transparent. Die Breite ist das, wie gesagt, was wir hier schon haben. Alpha-Kanal sperren nicht, nur sichtbar. Und ja, so passt das Ganze. Und dann klicken wir auf OK. Jetzt haben wir hier also eine Ebene, da ist noch nichts drauf. Und dann tun wir jetzt oben die rechteckige Auswahl nehmen. Die ist neben dem Verschieben-Tool. Die kannst du auch mit R ansteuern. Falls bei dir elliptische Auswahl steht, Rechtsklick drauf und rechteckige Auswahl oder mit R halt, wie gesagt, ansteuern. So, die wählen wir uns jetzt aus. Markieren uns den ganzen Bereich hier und nehmen uns jetzt hier unseren Farbverlauf. Das ist das hier, den könnt ihr mit G auswählen oder bei euch steht Füllen, dann wieder Rechtsklick drauf und Farbverlauf auswählen. So, das nehmen wir uns jetzt. Hier haben wir es. Und dann ziehen wir uns das einfach von unten nach oben hoch. So soll das Ganze jetzt aussehen, wenn ihr Schwarz, wie gesagt, als Hintergrundfarbe habt. Falls es bei euch nicht so aussieht, dann sind bei euch die Einstellungen nicht richtig. Die Einstellung ist, der Modus ist, wieder gesagt, normal. Der Farbraum vermischen ist RGB. Die Form ist kreisförmig. Falls ihr das Ganze hier nicht seht, klickt ihr hier oben drauf, Reiter
Filter hinzufügen und dann die Werkzeugeinstellung. Dann seht ihr das Ganze auch. So, und das haben wir jetzt. Dann drücken wir Enter. Das ist jetzt unser Hintergrund. So, den ziehe ich jetzt mal ganz nach unten. Und diese Vorlage tue ich jetzt erstmal so auf 50%, dass man auch noch erkennt oder so 15. So, dann sieht man es immer noch. Also in der Mitte von der Vorlage, die sagt nur, wo man was hinmachen kann. Wenn man es hier in dem Bereich tut, ja, ist das der Text und das Logo sind komplett sicher. Wenn du es hier hin tust, in dem Bereich, in den etwas gräulicheren, dünkleren Bereich, ist es nur für die Tablets sichtbar. Also die Tablets sehen dann diesen Bereich. Der Desktop, wenn er auf maximal ist, sieht diesen Bereich und der Fernseher sieht den ganzen Bereich. Ein YouTube-Banner sollte immer folgende Sachen enthalten. Ich sage immer entweder das Logo, was bei mir nicht der Fall ist. Und mein YouTube-Banner, den werde ich auch wahrscheinlich nochmal erneuern in meinem nächsten Stream auf Twitch. Falls ihr da vorbeischauen wollt, schaut da auch gerne mal vorbei. Dort heiße ich Stream_Action oder ein Link zum Twitch-Profil ist unten in der Videobeschreibung. Da machen wir auch so Design. Also falls ihr Fragen habt, schaut da auch gerne mal vorbei. Auf jeden Fall, in einen YouTube-Banner gehört noch dein Name, wann deine Videos kommen und was für Videos es sind. Also bei mir wären es Stream-Action, YouTube und Streaming-Design, Tipps zum Beispiel und dann drunter Sonntag ein Video. Fangen wir mal an. Jetzt haben wir das Ganze, also wollen wir hier jetzt erstmal so im Hintergrund machen wir jetzt weiter. Jetzt nehme ich mein Logo, was ich schon vorher aus dem Video, das wir verlinkt haben, wo wir das gemacht haben und das tue ich jetzt mir hier einfach reinziehen. Nur das Logo weiß, ohne irgendeine Umrandung. Das Ganze ist jetzt hier so groß und das Ganze mache ich mir etwas größer, indem ich einfach das Skalieren-Werkzeug nehme. Mit Umschalt und S könnte das aussehen. Oder wenn bei euch verhinderliche Transformationen drehen, scheren, Spiegel und so weiter ist, wieder Rechtsklick drauf und skalieren. Das ist dieses Symbol. Und dann ziehen wir das einfach nach oben oder nach unten. So, jetzt haben wir das erste Logo schon mal gut gemacht. Perfekt. Falls es bei euch nicht funktioniert, dann überprüft, dass ich hier keine Umrandung habe. Das könnt ihr mit Steuerung, Großschreibtaste und A einfach entfernen, diese Umrandung. So, dann haben wir das Ganze jetzt etwas größer gemacht und verschieben das so runter, dass dieser Balken hier in der Mitte von diesem, ja, von dem Bereich ist, wo man alles sieht. Hier, ich kann es nochmal zeigen. So, hier ist es. Perfekt. Das soll auch so sein. Dann nehmen wir das Logo und tun es nochmal Steuerung C, Steuerung V. Steuerung C ist fürs Kopieren, Steuerung V für Einfügen. Neue Ebene. Ich nenne das Ganze Logo 2. So, dann haben wir das hier und dann verschiebe ich das Ganze hier nach oben auf, ja, ungefähr diese Höhe. So können wir das schon machen. Ich würde sagen, das können wir so lassen. Perfekt. Jetzt haben wir das Ganze hier drin und da wir können jetzt hier noch zwei Hilfslinien hinzufügen, einfach, dass wir wissen, wo perfekt die Mitte ist. Das machen wir, indem wir oben auf Bild klicken, Hilfslinien, dann neue Hilfslinien in Prozent, vertikal 50% und dann nochmal horizontal 50%. So, hier ist also die perfekte Mitte. Gut, jetzt machen wir es so, dass das ja eigentlich im Hintergrund sein soll. Praktisch sieht es gerade noch so aus, also es ist sehr dominant, deswegen nehmen wir das erste Logo und machen das nur auf 1% hoch und das zweite Logo auch nur auf 1% der Deckkraft. Die Deckkraft ist hier drüben. Die zwei wollen wir jetzt an eine Ebenengruppe machen, um es drüben einfach einheitlich zu lassen und sorgfältig. Deswegen klicken wir rechtsklick auf Logo 2. Neue Ebenengruppe haben das hier F2, um etwas umbenennen zu können. Und das nenne ich Logos. BG für den Background. Ziehen wir da das erste Logo rein und ziehen wir da das zweite Logo rein. Perfekt. Haben wir das hier drin. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Wo können wir uns so Sachen lassen? Aha, hier können wir unser Logo reinballern. Nehmen wir es also nochmal unser Logo und ziehen das hier rein. Und ja, so sieht das Ganze jetzt nochmal aus. Das sollte natürlich nicht in der Ebenengruppe sein. Und das Ganze machen wir kleiner. Ungefähr so, dass es halt in diesen Bereich reinpasst. Nehmen wir uns das Ganze mal. Ah, guck, es ist noch zu groß. Machen wir es noch ein bisschen kleiner. So, und jetzt haben wir das Logo perfekt. Und ziehen uns das so hin. Sagen mit diesem Abstand, so, ist schon okay. Das ist doch schon mal perfekt. So, jetzt machen wir hier noch ein paar Feinlichkeiten mit dem Logo. Wir klicken jetzt oben auf Filter, um einen Schatten hinzuzufügen. Also Filter, Licht und Schatten und Schlagschatten. Hier 20, X und Y, Weichzeichenradius 10, Ausweitungsform Kreis, Ausweitungsradius 0, Deckkraft 0,5, Farbe schwarz, Modus ersetzen, Deckkraft 100. Gut, dann haben wir das, jetzt sieht das Ganze so aus. So sieht das Ganze jetzt also aus. Jetzt fügen wir hier noch Texte hinzu. Wir klicken also oben auf das Textsymbol, klicken hier in die Mitte und ich nehme hier, das ist jetzt der Name und schreibe da jetzt mit der Font Unisans Heavy Italic hier rein und schreibe Stream Action, macht das Ganze weiß. So sieht die Schriftart aus, doch gar nicht so schlecht. Die tun wir mal hier hoch. Erstmal noch nichts richtig anordnen. So, das ist jetzt die erste Schrift. Jetzt kommt die zweite Schrift. Das wird dann, was wir auf dem Kanal machen. Bei mir ist das YouTube und Streaming-Tipps. Da wählen wir uns die ganze Schriftart Century Gothic aus. Die normale, auch wieder weiß die Farbe. Und das Ganze etwas kleiner. 38 passt, glaube ich, soweit. Die tue ich mir dann hier ranschieben. Beziehungsweise die können wir noch kleiner machen. Komm, wir machen sie noch kleiner. Falsches angeklickt. So, so passt das Ganze. Dann fügen wir das hier so in die Mitte, sodass es einigermaßen in der Mitte ist. So, das
Bürste passen. Und dann nehmen wir uns noch einen Schrift und schreiben hier hin, wann unsere Videos kommen. Das wäre praktisch Sonntag ein Video, weil der Satz zu lang ist, wenn jeden Sonntag ein Video ist zu lang. Deswegen schreibe ich nur Sonntag-Video. Und jetzt machen wir was Geiles, was so ein bisschen Professionalität mit reinbringt, nämlich welche Farbe wir verwenden jetzt dafür. Wir nehmen wieder die Schrift der Century Gothic erstmal, machen das Ganze natürlich sehr klein. Natürlich sollte man alles auswählen, so Century Gothic, und machen das Ganze noch kleiner. Und zwar auf, ja komm, lassen wir es auf diesem Wert. So, und den können wir jetzt hier hin, das packen wir jetzt hier hin. Und jetzt haben wir jetzt so ein Stufensystem gemacht, so. Und jetzt nehmen wir aber uns diese hellblaue Farbe, diese hier. So, das heißt, wir klicken jetzt auf die Farbe und gehen hier rüber, gehen wieder auf unser Kanalbanner und wählen uns das aus und wählen uns die Farbe aus mit der Pinzette. Und schon kann das nicht alles markieren, wirklich, es regt auf. So, jetzt gut, dann haben wir das schon mal auch. Von weiter draußen sieht es gar nicht so schlecht aus, von innen ist natürlich pixelig ohne Ende, aber kein Problem. Jetzt habe ich gesagt, dass wir das noch nicht so richtig hier unten anordnen sollen. Das kommt jetzt, weil wir Sonntag hier wieder draufklicken auf den Text, weil wir hier unten auf den Sonntag-Text wieder draufklicken und eine Ebenengruppe erschaffen, indem wir hier oben wieder draufgehen. So, und die nennen wir jetzt einfach Texte. Und die nennen wir jetzt einfach Texte. Und da ziehen wir jetzt unsere ganzen Texte rein. Text Nummer 1, Text Nummer 2 und Text Nummer 3. Schließen das Ganze, wählen uns das Texte-Ding aus, verschieben das jetzt und schieben es hier runter in die Mitte. Hierhin geht es eigentlich schon. Und jetzt haben wir das hier. Sieht das Ganze jetzt, wie gesagt, simpel und clean. Das können wir noch etwas größer ziehen. So, falls ihr nicht wollt, dass es an Qualität verliert, wenn wir groß ziehen, ich habe es jetzt einfach so gemacht, ja, dann müsst ihr eigentlich alles nochmal neu machen und nochmal etwas größer stellen. Aber ich lasse es jetzt mal so, hier so drinnen. Und jetzt machen wir noch ein paar Details zu dem Ganzen. Wir nehmen uns jetzt den Text Stream Action, machen uns da wieder diesen gleichen Schlagschatten drauf. Filter, Lichtschatten, Schlagschatten, okay. So, und jetzt wählen wir uns unseren Pinsel aus und die Farbe von dem Lila hier drüben. Und der Pinsel ist so eingestellt, dass der Größe 866 ist. Sieht man wieder hier drüben. Seitenverhältnis 0, Winkel 0, Abstand 9,9, Härte 7, Druck 16. Und jetzt machen wir uns eine neue Ebene. Die nennen wir Spotlight. Und da klicken wir jetzt hier einmal drauf. Dann kommt das hier hin. Das Ganze natürlich unter das Logo. So, haben wir hier ein Spotlight. Und dann klicken wir hier einmal in die Mitte des Textes. Haben wir ja auch nochmal ein schönes Spotlight. Sieht doch ziemlich geil aus, so zum Erheben. So, und jetzt kommt hier auch dieser Schlagschatten ziemlich gut durch. Wir machen oben und unten jetzt noch einen Balken, damit es für die Fernsehschauer ein bisschen besser ist. Nehmen uns also hier nochmal als die andere Farbe unseres Blau wieder. Drehen das um, sodass das Blau oben ist und das Lila unten. Und wählen uns jetzt eine neue Ebene, nennen die Balken 1. Sehen die ganz nach oben, so. Machen uns hier so einen Balken oben, weil das für mich so eins meiner ausschlaggebenden Merkmale ist. So, perfekt. Und Steuerung Großschreibetaste und A, um diese Randung hier wegzukriegen. Und dann Steuerung C und Steuerung V wieder. Nennen das Ganze Balken 2. Drehen anklicken und dann Großschreibetaste drücken, um es perfekt zu drehen. Und schon haben wir es gedreht. Schaut euch das doch mal an. So sieht das Ganze jetzt aus. Und so ist es fertig. Perfekt und gut. Mir gefällt's. Wenn es euch auch gefällt, ja, perfekt. Dann gehen wir jetzt ins Outro. Das war das Ganze hier, wie man das so schnell macht. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass doch einen Daumen nach oben. Und falls dir solche Videos generell ums Ganze Thema Design, YouTube, Streaming-Tipps und so weiter gefallen, dann lass doch auch gerne ein Abo für diesen Kanal da. Du unterstützt mich sehr viel und für dich ist nur ein kleiner Klick und du verpasst keine Videos mehr, also praktisch Win-Win-Situation. Und ja, dann würde ich sagen, hau rein, bis zum nächsten Mal und ciao!